Die ursprüngliche Idee von der Sichtbar ist eigentlich, dass man Produkte sichtbar macht, die im stillen Kämmerli irgendwo daheim in der Küche oder im Atelier, wo immer, hergestellt werden und wo eine Plattform bekommen, wo man sich ausstellen, zeigen, verkaufen. Vor ein paar Wochen haben wir eine Bar eröffnet, das heisst, Max und ich haben den Laden um eine Bar erweitert. Er führt die Bar, ich führe den Laden. In diesem Laden verkaufe ich Produkte, die aus Recyclingmaterial hergestellt sind, von Hand. Also es ist Handarbeit von mir und von Gastausstellern. Wir haben eine Bar mit ganz feinen Drinks und Cocktails, die Max mixt. Es ist in dem Sinne auch zum Begegnungsort geworden, nicht nur noch ein Laden, sondern man trifft sich da. Und was natürlich lässig ist, man kann auch während der Öffnungszeite der Bar kann man noch Night-Shopping betreiben. Ein Rundum-Programm, das einfach cool ist und das sich unbedingt lohnt, um mal anschauen zu kommen. Man geht eigentlich ganz steile Stege in eine andere Welt rauf. Ja, wie man sich den Estrich von früher noch vorstellt. Und wo ganz besonders geworden ist, wo saisonal immer wieder neu eingerichtet wird und ja, wo einfach einlässt, um mal stöbern zu kommen und zu bewundern. Thank you.